Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Wie man unschwer am schon oft gefilmten Tisch erkennt, aus dem Hanfmuseum Berlin. Heute zu Gast von rechts nach links Dribbel, Mo und Gregor, ihres Zeichens Vertreter der Organisationsteams der Hanfparade. Und genau über die soll es heute auch ein bisschen Informationen geben. Dribbel, verrat doch den Zuschauern vielleicht erstmal, was alles schon feststeht. Was, wann, wo, wie. Ja, die Hanfparade ist dieses Mal nicht am ersten Wochenende des August, sondern im zweiten, nämlich am 11.08.2012. Und Startpunkt ist diesmal auf dem Alexanderplatz bei der Weltzeituhr. Das wäre jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Alexanderplatzes, als wo wir das letzte Mal angefangen hatten. Ja, und dann geht es halt eine Route beim Bundesgesundheitsministerium vorbei und wieder zum Brandenburger Tor. Bis zum Abend dann dort wieder. Bis zum Abend, also eine Abschlusskundgebung. Mhm. Gregor, wie sieht's aus? Ich habe gelesen, die Klage gegen die Versammlungsbehörde ist eingereicht. Was ist da der aktuelle Stand? Tja, der aktuelle Stand ist, dass unser Anwalt die Klage eingereicht hat. Eine Antwort haben wir da noch nicht gekriegt bis jetzt. Außer, dass die Klage da ist, die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht geäußert oder sowas, die Gegenseite. Es geht ja darum, dass die Hanfparade so im Nachhinein genehmigt werden sollen, wie wir die schon letztes Jahr machen wollten und wie sie auch im Jahr 2012 wieder sein soll, mit der großen Abschlusskundgebung und dem Markt der Möglichkeiten. Das hatten wir uns 2011 einfach verhindert, dass wir das machen. Die Stände durften nicht aufgebaut werden, es war von uns alles gebucht und geplant und dann lief einfach gar nichts. Das darf ja nicht wieder passieren. Okay. Deshalb. Wie ist so der aktuelle Stand der Vorbereitungszeit? Hier auf einer Messe war das Team der Hanfparade jetzt schon. War die fruchtbar hinsichtlich der Sponsorensuche? Was passiert demnächst? Mo, kannst du da was drüber erzählen? Ja, es werden jetzt halt noch Sponsoren gesucht. Nach wie vor. Gibt's schon welche? Das klingt so. Ja, es haben da schon ein paar Interesse bekunden. Also auch ernsthaftes Interesse. Ein paar von letztem Jahr. Und ja, dann geht es jetzt Ende November nochmal nach Prag und ja, da wird mal geguckt, was die Leute da so sagen. Vielleicht ist da noch was möglich, sponsorentechnisch. Was, in Prag ist auch wieder eine Messe? Genau, es ist das Cannafest, Ende des Monats, da fahren wir hin, machen einen Infostand dort, zusammen mit dem Hanfmuseum, ein bisschen die Tschechische Republik über die Legalize-Szene hier aufklären und was hier so alles los ist. Mit unseren Gesetzen. Hanfparade zum Anfassen sozusagen. Genau, kann man vorbeikommen. Prag ist nicht weit, ist günstig in der Unterkunft und eine sehr hübsche Stadt, auch wenn man nicht nur wegen der Messe kommt. Wenn jetzt die Leute der Hanfparade helfen wollen, was sind so die aktuellen, kann man auch aus Kleinkleckersdorf heraustun, Sachen? Man kann sich schon mal melden für die Flyer-Verteilung zum Beispiel, die rollt ja auch dann irgendwann wieder an. Ist immer gut zu wissen, ob vielleicht noch ein Headshop, Großshop oder ähnliches in der Nähe ist, weil dann könnten wir dem zum Beispiel ein Paket schicken, der könnte die Portokosten übernehmen. Das ist immer eine gute Sache, weil wir sind ja auch nicht die größte Organisation. Und dann kann man da schon mal selber so sein kleines Verteilernetzwerk aufbauen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es schon dabei hatten. Motto der Hanfparade 2012 ist was, Gregor? Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit ist das Motto in diesem Jahr. Ja, 2012. Okay. Mehr dazu gibt es dann sicherlich auf der alsbald neu gestalteten Webseite. Wie ich mir sagen lassen, wird da fleißig dann gearbeitet, dass man auf der Webseite auch was zu 2012 sehen wird. Gibt es da schon einen Zeitplan? Heftig in Arbeit. Heftig in Arbeit. Na klar. Tastaturen rauchen. Gut, dann hatten wir das Was, Wann, Wo, Wie am 11.8. Ab 13 Uhr, los geht's an der Weltzeituhr und wieder zum Brandenburger Tor. Genau. Die Klage hatten wir auch drin, dann soll es das für heute mal gewesen sein. Wer euch helfen will, dienstags im Hanfmuseum ab 19 Uhr, ist das noch so? Genau. Und ansonsten www.hanfparade.de, da hat sich ja sicherlich auch nichts dran geändert. Nee, ist immer noch das alte, das neue, immer Hanfparade. Gut, dann sieht man sich. Auf bald. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt
vom Mund essen, deswegen.